Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Let's Play. Heute spielen wir der dreifache Tüftler-Spaß Crazy Machine. Und ja, ich muss die Grafik vom Spiel ein bisschen runterschrauben, weil mein Aufnahmeprogramm damit nicht so gut klarkommt mit den hohen Grafikstufen. Ich fange jetzt einfach mal an. So, und dann fangen wir einfach mal an, hier das Fußballtraining zu absolvieren. Also ich denke auch mal, ich werde nicht so viele Parts von der Let's Play hier rausbringen, weil ich das Spiel, wie mir aufgefallen ist, sehr schnell gemeistert habe. So, jetzt hat uns gerade die Fußballgesellschaft zwei Bälle hier verprasselt. Das haben wir natürlich gut hinbekommen. Oh, das wichtige Spiel. Wir haben ein wichtiges Fußballspiel. Seit wann haben wir denn das? Also wirklich. Das hätte ich mir wenigstens mal sagen können. Ah. Das könnte ich schaffen. Gewinnen wir? Ja, wir haben gewonnen. Denke ich mir mal. Oh, Tor schießen. Ganz einfach. Denke ich mir mal. Ja, Tor geschossen. Tor! Okay. Was geht? Basketball. Also, wir sollen den untersten damit so schnell weghauen. Wow, okay. So, dann sollen wir hier die Plastikmaus in Bewegung setzen. Komm, Mäuschen, beweg dich. Komm, du Mäuschen. Alles klar, hat auch geklappt. Achtung, Einsturzgefahr. Bitte bringe alle Basketballer in die Kiste. Okay. Also ich denke mal, mit Einsturzgefahr ist gemeint, dass man diesen Turm hier nicht umschmeißen soll. Ja, schön. Haben wir schon wieder gewonnen. Okay. Aufräumen, okay. Ich habe auch so das Gefühl, als... Naja, schwimmen jetzt. So, dann tun wir einfach mal diesen Roboter hier einhalten. Man sollte das Ganze dann auch schon haben, denke ich mir mal. So, und jetzt erzeugen wir... Boah, jedenfalls fällt das natürlich gut gezeigt. Zwei Roboter. Die auch doppelt so viel Kraft machen müssen. Meine Gott, ich werde versuchen hier zu schlafen. Boah. So. Oder soll man ein Türmchen hier bauen? Mann, das ging mir gut. Heute sollst du meinen mechanischen Frosch ändern. Das ist Kunststück beibringen. Ui. Dann tun wir das mal. Und hopp. Würde ich mal sagen. Okay. 3, 2, 1 und hopp. Okay, das hat nicht geklappt. Das war jetzt. Sagen wir einfach mal der Show-Effekt. Und hopp! Ja, das hat jetzt geklappt dieses Mal. So. Das Formationsspringen. Na los, Mäuse, treibt die Frösche zum Frösche-Mansionsspringen. Klappt doch! Okay. So. Die Balltestmaschine. Oh Gott. Mann, was für eine wunderschöne Maschine ist denn das? Das habe ich ja noch nie gesehen. Die Bälle springen so schön. So schön anzusehen. Der Magnet. Das soll er ja noch sein. Ja, war so. Magneten und Eimer. Wow. Mann, das ist für ein großer Eimer. Nein! Soll es aber klappen? Wieso fällt er denn? Okay, jetzt fällt er nicht mehr. Die Domino-Bahn. Mann, ist das für eine coole Domino-Bahn. Sind wir bei Domino-Day oder was? Und das Domino-Day wurde jetzt offiziell beendet. Falltür. Okay, Falltür. Mann, das ist immer so einfach durch diese Einfeld. Ist unglaublich. Also die Kugel da. Das ist eine Magnetkugel und die muss angezogen werden, weil die packt das nicht. Ach. Dein Ernst? Das hat aber geklappt. Hm.
Ja, das sollte geklappt haben. Wir sind auch schon bei Level 20 hier. Cool, cool. Das brauchen wir nicht, denke ich mal. So, das soll schicken, so. Ich bin Ballkünstler, ist das nicht wunderbar? Was für ein schöner Ballkünstler bin ich denn? Ja, ich bin wirklich ein Ballkünstler, muss man dazu sagen. Oh, ich habe Besuch von Oma. Oh Gott, ich muss Oma Kaffee machen. Warte, Oma, ich mache dir sofort einen Kaffee. In Ordnung. Los, Oma, du kriegst das Kaffeekränzchen heute. Oma bedankt sich. Ja, danke schön, mein Enkelkind. Okay, so. Und da habe ich schon mal was hinbekommen, dass ich das ganz einfach mit einem Baumstamm weniger hinbekommen habe. Ich muss nur kurz gucken, wie das war. Ich kann es auch nicht so genau sagen. Also sowas auf jeden Fall schon mal, ja. Nein! Kann das wahr sein? Okay, vielleicht höher probieren. Ja, das glaube ich auch. Aber diesen dämlichen Level hänge ich fest, nur wegen... Ich will noch ein bisschen mehr Punkte haben, komm schon, jetzt gib mir wenigstens ein paar Punkte mehr. Ist doch zu wenig verlenkt, weißt du? Dein Ernst? Blödes Level da. Ich hasse dich. Bist doof. Komm! Ach komm, ist mir jetzt weint egal. Dann mach ich's halt so. Vorne habe ich's hinbekommen. Ah. Och, bei den letzten zwei Kugeln. Also so langsam. Jetzt aber komm! Ach, dein Ernst? Mein Gott! Klappt doch! Endlich! Was, wieso ist denn die beiden Kisten dort oben? Die kommen sofort wieder weg, Professor! Wie geht das denn? Ich weiß auch nicht. Ich versuche gerade zu überlegen, wie man das hinbekommen könnte. Oh, ich habe es hinbekommen. Sogar einen Stapel hier. Wie hier wieder aussieht. Der Bauklotz dort oben soll in die Kiste mit den anderen Klötzen. Kleiner Tipp, baue eine Wippe. Okay, ich baue eine Wippe. Wippe bauen? Was ist eine Wippe? Das ist eine Wippe. Nicht, dass ich schon wieder einen Fehler mache. So, das muss aber klappen. Ja, das hat auch geklappt. Wie einfach. Oh, meine erste Prüfung findet statt. Okay. Also ich glaube, ich muss diesen Ball da unten reinbringen. Und dieser Ball da muss da runtergehen zu der Maus. Die Maus soll dann diese Billardkugel dort hinten reinbekommen. Okay, das soll ja nicht so schwer sein. Okay. Also so soll es gehen schon mal. Und hier kommt eine Wand hin, weil sonst dieser Ball da rausfällt. Ja, sag's denn, jetzt müsste ich eigentlich Lehrling sein.